Na? Wo seid ihr denn? Ja, kann ich jetzt noch eine halbe Stunde hier rumstehen und gucken? Aber ich höre die so nah. Das ist wie mit den Zombies in der Höhle, ne? Die sitzen einem auf dem Schoß und man sieht die trotzdem nicht. Ja. Ärgerlich. Ich habe auch nichts zum Locken. Darunter, ob das ist nicht so ratsam, ne? Dann halt den Weg, den wir nach oben genommen haben. Ja, dann kann ich ja eigentlich so lange aber auch so die ein oder andere Kiste machen und etwas für Ordnung sorgen in unserem Häuschen. Ach, diese Gackergeräusche. Die hören ja auch nicht, wenn man sagt Hühnchen bei Fuß. Diese Tür muss versetzt werden, das hatte ich ja schon angekündigt. Die muss nämlich hier hin. Die Tür. Ist genauso wie das letzte Mal, oder? So, mal ein bisschen klassischen Eingang hier. Hier eigentlich auch einen bequemeren Zugang schaffen. Zum Beispiel so. Und durchaus auch noch so. Ja, und hier wird auch noch alles. Da unten drunter ist auch eine Höhle. Ich höre eine Fledermaus. Und das letzte Mal haben wir ja auch da am See irgendwie ein Zombie gehört, der unterirdisch sein muss. So ein bisschen mehr Erde ist noch da. Aber es wird trotzdem nicht reichen, glaube ich. Eigentlich wollte ich ja Kisten machen, ne? Jetzt mache ich halt hier so Landschaftsgestaltung. Ups, das war es an Erde. Dann können wir jetzt Kisten machen. Was sagen die Hühnchen? Eins. Nee, ist nicht wahr, oder? Bretter brennen genauso lang wie ganze Klötze? Holzkohle hätten wir uns ja machen können eigentlich. Das wäre vielleicht klüger gewesen. Und ach, und die Bretter, die brennen länger als das Ding, oder was? Aber nicht lang genug. Naja. Müssen wir wohl mit leben. Komm. Gib her den Bräuler. Gut, ein bisschen Nahrung haben wir also erstmal. Jetzt habe ich aber nicht genügend Holz dabei. Jetzt schon. Moment. Wie viele? Also auf jeden Fall 2, 4, 5 und später noch mehr.
Hört man die Maus? Bei so viel Rumgeklicke. Einmal Kiste. Zweimal Kiste. Und da Kiste. Weiß nicht, ob das jetzt so wahnsinnig hübsch ist. War auch nicht so geplant eigentlich. Eigentlich sollte die Nische ja nur so eins reingehen. Und dann auch schon wieder vorher aufhören. Aber das ist mir erst beim Gucken aufgegangen, dass das ja mit der Schlafnische zusammenhängt. Dass dies hier so viel breiter ist, dass man hier sozusagen drei Kisten und das dann so übers Eck unterbringen kann. Warum auch nicht? Hier kann man nichts Hübsches unterbringen, glaube ich. Vielleicht ein Blumentopf. Naja, wird schon okay sein. Hier irgendwie in der Ecke fehlt eigentlich noch so was Fackelartiges. So, und dann ist die Frage, wie teilen wir denn unsere Habseligkeiten auf die ganzen Kisten auf? Beziehungsweise die andere Frage ist ja auch noch, das Zeug soll ja auch nicht im Boden bleiben. Das war ja nicht dauerhaft geplant. Sondern die Arbeitsecke sollte ja da vorne bei der Tür sein. Ungefähr hier so. Da weiß ich aber auch nicht, ob... Einfach so? Oder in die Ecke? Keine Ahnung. Ich mache einfach mal so irgendwie. Warum braucht er so lange, um das Zeug anzuzeigen? Und dann könnte da eigentlich auch noch ein kleines Kistchen hin. Und zwar habe ich eigentlich ganz gerne... jetzt suche ich die Bastelkiste, um eine Kiste zu basteln. So ist das manchmal. Eigentlich zwei. Links und rechts. Warum nicht? In der Nähe des Ofens. Ach, weil du nur eine bist. Ach Mist. Wieso verbraucht sich das Holz so schnell? Wenn man einmal anfängt zu basteln. Aber jetzt fehlt nur noch eine Kiste erstmal. Habe ich den Satz jetzt schon zu Ende geführt oder immer noch nicht? Dass ich in der Nähe des Ofens gerne so das Brennmaterial und das Brutzelzeugs habe. Also Kohle, das wir ja jetzt auch inzwischen in nicht unwesentlicher Menge haben. Und was sonst noch so gebrutzelt werden kann, aber da haben wir im Moment nichts. Das Eisen dann auf die andere Seite davon, bei den fertigen Produkten sozusagen. Hm. 13. Machen wir es so. Und verschwenden ein wenig Kohle einfach, damit wir Eisen haben und uns weitere Rüstungsteile basteln können. Hier, damit man sieht, wie es gemeint ist, einfach mal ein wenig Eisen rein. Bis gleich. So, wieder zurück. Da hat doch tatsächlich das Telefon geklingelt. Sachen gibt's. Und es ist Nacht. Dabei haben wir hier doch gerade unsere Sachen ordnen wollen. Gibt's noch irgendwas zu tun? Nee, das lasse ich mal. Das ist mit den ganzen Monstrositäten da draußen vielleicht nicht so ratsam. So ist es doch deutlich angenehmer, wenn die Viecher gar nicht erst auftauchen. Das eine Weizen hier... Oh, da hinten ist ein Weizen tatsächlich schon reif. Ah, das lässt ja hoffen, dass das bald was wird. So, was machen wir denn mit dem Rest vom Schützenfest hier? Nehmen wir das Holz erstmal irgendwo hin mit rüber. In eine Holzsetzlinge-Laubkiste. Zum Beispiel. Hier, warum nicht? Eichenholz, Birkenholz,
Eichensetzlinge, Birkensetzlinge und ein bisschen Laub. Pflasterstein haben wir auch schon ein bisschen. Wir haben drei, also zwei Kisten noch im Prinzip. Hier bleibt Krempel drin, also auch dieses Monsterzeugs, würde ich mal sagen. Das ist dann erstmal okay. Ob ich schon mal Knochen mitnehmen sollte? Ah, ich gehe ja noch gar nicht weg. Lassen wir alles dran. Baumaterialien, das ist eigentlich, sind das viel zu wenige Kisten. Lasse ich auch drin. Hier ist Kies, da ist ein bisschen Kies. Ja, das ist auch so Popelkram. Das bleibt jetzt auch erstmal hier drin. Einmal Pflastersteine könnte ich abladen. Und eigentlich brauchen wir für essbares Zeugs auch nochmal ein gesondertes... eine eigene Kiste. Was wollte ich hier reintun? Den Stein. Davon werden wir sicherlich noch einiges ansammeln. So, da haben wir ein bisschen mehr Eisen. Und da haben wir noch ein bisschen mehr Eisen. Und was können wir uns daraus machen? Gerade mal ein Höschen. Ja, das ist dann halt so. Schick. Sehr schick. Das eine Eisen bleibt hier. Wir werden auf jeden Fall eine neue... Doch nicht. Auf jeden Fall eine neue Schaufel brauchen. Wir werden mehr Holz dabei haben müssen. Da ist der Stein. Das Ding hält auch nicht mehr lange. Wir werden auch noch eine Kiste da hinten bei diesem Ofengedöns brauchen. Und das Holz. Da ist das Holz. Das nehmen wir direkt einfach mal alles hier mit. Bäume fällen werden wir auch noch. Das ist auch noch zu viel. Das, so meine ich das. So. Was lief da draußen vorbei? Da hat sich doch was bewegt. Ich mache einfach mal zwei Kisten. Die werden mir schon irgendwie zu... Ist das ein Creeper? Die werden wir zu verwenden wissen, wollte ich gesagt haben. Ich sehe nichts. Das ist blöd hier mit diesem Eingang nach unten. Das ist ein Creeper. Warum? Woher? Wofür ist das gut? Ist hier auch jemand? Ich sehe niemanden. Ich hoffe, das täuscht nicht. Ich höre Hühnchen. Ich habe es geschafft, hier hochzuhüpfen, ohne das Ding kaputt zu machen. Das ist super. So, und hier mit diesem formschönen Fleisch. Ach, schön. Wir werden Nahrung haben. Nein, dadurch nicht. Schade. Ich fühle mich hier nicht sicher. Okay. 8 Samen. Und ein Brot haben wir schon zusammen. Mit dem Weizen, das wir... Der Weizen. Das Weizen? Der Weizen. Mit dem Weizen, den wir geerntet haben. Ich bin geschädigt. Ihr dürft raten, von wem.
So, damit es hübsch aussieht, auch mal hier unten ein bisschen pflanzen. Ja, also im Moment ernten wir das Ganze natürlich recht schnell wieder ab, weil wir ja die Ressourcen brauchen, aber später.